aktuellen netzpolitischen Debatten, die anstehen, Dauerbrenner-Themen und Zukunftsthemen. Es wird gehen um Überwachung und Datenkapitalismus, freies Wissen und Urheberrecht, Plattform- und Algorithmenregulierung, Content-Moderation in sozialen Medien, Smart City, Feminismus in Hackspaces und in der Netzpolitik und. Nur ein paar, um mal ein paar Namen zu nennen. Wir haben wieder versucht, eine bunte Mischung, ein Who's Who der netzpolitischen Szene, vor allen Dingen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive zusammenzubringen. Es reisen aus Österreich und Großbritannien unter anderem Leute an. Julia Reda wird da sein, Max Schrems, Wolfi Christel, Privacy-Forscher aus Wien, Erich Möchel, langjähriger Datenschutz- und Überwachungsjournalist, der sozusagen Pionier des netzpolitischen Journalismus, Friederike Kaltheuner von Privacy International aus London wird dabei sein. Wir werden Politik zu Gast haben mit Klaus Lederer, Ramona Popp und Sabine Smentek, stellen sich gleich drei aktuelle Berliner Senatsmitglieder den Debatten zu unterschiedlichen netzpolitischen Themen auf Berliner Ebene. Zoe Beck und Tom Hillenbrand werden da sein, Sci-Fi-Autoren, die gemeinsam mit Sophie Passmann darüber sprechen, wie man aus Nischenthemen Kassenschlager macht. Und. Es gibt nicht nur Vorträge, sondern auch ein fettes Workshop-Programm drumherum. Wie mache ich eigentlich eine IFG-Anfrage? Wie veranstalte ich eigentlich eine Krypto-Party? Wie baue ich mir eigentlich einen Luftsensor selbst? Wie mache ich eigentlich eine Verfassungsklage? Die Gesellschaft für Freiheitsrechte wird nämlich auch da sein. Es wird ein Kunstprogramm geben und damit komme ich eigentlich auch schon zum Schluss. Der Netzkünstler oder Digitalkünstler Aaron Bartal stellt seine Arbeit vor. Das digitale Terzett-Chapeau-Club wird einen dadaistischen Blick auf die Netzpolitik werfen. Tom Hillenbrand, eben schon erwähnt, wird betrachten, wie sich dystopische Sci-Fi eigentlich auswirkt auf netzpolitische Debatten unter dem spannenden Titel zwischen Mad Max und DSGVO. Genau. Und natürlich, auch das darf nicht zu kurz kommen, wenn wir Geburtstag feiern, die Party am Abend für die Gäste der Konferenz, die ein Ticket haben, kostenlos, aber auch für alle anderen, die nicht zur Konferenz kommen, können der Tanztrojaner am Freitagabend im Menschmeier hier in Berlin. Tickets kosten standardmäßig 20 Euro, wer sich es nicht leisten kann, gibt es auch für 10. Wer sich es leisten kann, darf gerne mehr zahlen. Ich glaube, damit habe ich jetzt tatsächlich alles gesagt. Ich habe vorhin gehört, das Video-on-Demand-Team der CCC-Wort-Team wird dankenswerterweise wieder für Video und Stream sorgen, suchen aber noch Unterstützung. Wer helfen möchte, gerne Mail oder sonstige Fragen hat, gerne Mail an konferenz@netzpolitik.org und alles Weitere findet ihr auf netzpolitik.org/14NP, weil es eben der 14. Geburtstag ist. Herzliche Einladung, kommt gerne vorbei. Fragen? Auch nicht so kontrovers, ne? Okay, dann bleibt mir an dieser Stelle wie üblich nur die Einladung zum nächsten netzpolitischen Abend, dem 76. am 2. Oktober, wie immer der erste Dienstag im Monat, mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Videoüberwachung. Unter anderem wird es um das gehen, was hier in Berlin am Südkreuz so passiert. Und was bleibt mir noch? An dieser Stelle danke zu sagen. Danke, dass wir mit der digitalen Gesellschaft und unserem netzpolitischen Abend wieder hier in der Seabase zu Gast sein konnten. Danke für den Stream und den technischen Support. Danke an euch für die Aufmerksamkeit und für unsere tollen Speakerinnen und Speaker, dass sie hier gesprochen haben. Herzliche Einladung, kommt das nächste Mal vorbei. Und ansonsten, wenn ihr noch ein Thema habt, wenn ihr auch mal hier vorne stehen wollt, wenn ihr ein Projekt habt, ein netzpolitisches Thema, eine Initiative, die ihr vorstellen wollt, sprecht uns gerne an. Wir sind immer auf der Suche, verstehen den netzpolitischen Abend auch als Plattform für eben eine digitale Zivilgesellschaft, die wir gerne zur Verfügung stellen. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch eine Ergänzung zu Elkes Punkt vorher eigentlich sagen, weil du meintest, unteilbar sei so kein digitales Projekt. Also ich glaube, durch die Digitalisierung werden wir alle zu Teilbaren, also die Individuen werden zu Dividuen und wir unterteilen uns, wir haben Filterbubbles, wir haben eine Segmentierung, wir haben Facebook als Verstärker und so. Genau wie du sagst, es spielt rein und ich denke auch, dass wir als Community da auch wirklich auch vollen Herzens mit solidarisch zeigen können und ich denke, das ist auch ein digitales Thema und es geht uns alle an und man kann es auch so argumentieren, also die Techie-Community auch. Also ja, wir sind dann auch dabei. Ich versuche das auch zu streuen, nur als Ergänzung. Okay, noch ein spontaner Zwischenruf. Hi, ich wollte auch noch eine Veranstaltung ankündigen, weil die Unteilbar-Demo schon gefallen ist. Ich arbeite das ganze Jahr schon an der Aktion Standesamt 2018. Da geht es um einen dritten selbstbestimmten Geschlechtseintrag, hauptsächlich von der LGBTI-Ecke und TSG, Transsexuellengesetz. Wir hatten ursprünglich auch gedacht, das über
datenschutzrechtlich, netzpolitisch zu spielen, im Sinne, dass der Staat den Geschlechtseintrag speichert oder nicht speichern muss oder soll. Haben wir leider jetzt nicht gemacht, es geht im engeren Sinne. Ich würde trotzdem ganz gerne darauf aufmerksam machen, Aktion Standesamt 2018, wen das interessiert, kann sich gerne an mich wenden oder im Web mal nachschauen und einladen zu der Demo, die am gleichen Tag stattfindet wie Unteilbar. Wir kooperieren mit denen und freuen uns da auch, wenn ihr uns unterstützt. Dankeschön. Okay, super. So, jetzt aber wirklich, habt noch einen schönen Abend. Die Speakerinnen und Speaker sind noch eine Weile hier da und ansprechbar beim Bier und anderen Getränken. Und ja, schönen Abend, wir sehen uns im Oktober.